das denn für eine weiße Kante hier drin? Ich glaube, jetzt müsste es eigentlich. Hier haben wir den Lancia Flavia, 2,4 Liter Benzinmotor, 4 Zylinder mit 170 PS. Haben wir jetzt in Deutschland eingeführt am 16. Juni 2012. Ist also schon im Handel erhältlich. Das Besondere ist eigentlich an dem Fahrzeug, dass wir zu einem sensationellen, konkurrenzlosen Preis-Leistungs-Verhältnis ein sehr, sehr gut ausgestattetes Cabriolet haben, was im Prinzip durchaus eine Komfortausstattung aufweisen kann. Hier sieht man, wie sich das sehr elegante Softtop-Verdeck öffnet. Serienmäßig in zwei Farben erhältlich, einmal in beige und einmal in schwarz. Das Fahrzeug kostet 36.900 Euro und hat im Prinzip eine Option nur. Das heißt, der Kunde entscheidet sich eigentlich nur noch für die Farbe, weil er im Prinzip eine Vollausstattung bekommt. Angefangen von der Klimaanlage über Navigationssystem zu beheizbaren Vordersitzen, Innenausstattung, Leder, vier vollwertigen Sitzen, die sehr schönen 18 Zoll Bicolore Felgen. Sechsgang-Automatik, Getränkehalter, Multifunktionslederlenkrad, Bluetooth, LED-Leuchten, also eine ganze Reihe von Komfort-Features, die man beim Wettbewerb optional zubestellen kann. Hier sind sie von Anfang an serienmäßig mit an Bord und wie gesagt, zu einem sehr attraktiven Preis von 36.900. Ja, es gibt zwei Interiors, einmal schwarz und einmal in schwarz-weiß, Black Pearl. Das ist die Version. Das ist diese Version, die wir jetzt gerade hier sehen. Zunächst mal die klassische analoge Uhr von Lancia, welche sich wunderbar ergänzt mit dem ViewConnect Infotain System. Das ist ein Multimedia-System mit Touchscreen 6,5 Zoll, welches unter anderem beim Lancia Flavia das Navigationssystem beinhaltet. Man kann die Telefonsteuerung damit übernehmen, auch Sprachbefehle natürlich. Es hat auch ein DVD-Laufwerk. Wie man hier unschwer erkennen kann, ist das Logo hier oben rechts. Das heißt, man kann mit dem Display auch durchaus eine DVD schauen. Man kann natürlich Radio hören, auch CD. Es ist MP3-fähig. Es ist eine 40 GB Festplatte verbaut in dem Fahrzeug, welches es ermöglicht, zum Beispiel Bilder, Musikdaten oder Adressbücher vom Telefon, vom Smartphone zu übertragen, entweder per USB. Oder was es auch ermöglicht, was sehr schön ist. Die Telefonkopplung war erfolgreich. Ja, jetzt habe ich es Peter genannt. Okay, ist doch schön. So, jetzt, was passiert jetzt als nächstes? Jetzt können wir mal einfach die Musik einschalten bei Ihnen. Jetzt gehe ich einfach zur Musik. Irgendwas. Moment, das ist auch irgendwie, Musik. Irgendeine Lieblingsmusik, weiß nicht. Irgendeine Musik. Rolling Stones oder weiß nicht. Bob Dylan oder Dover, sowas. Aber hier. Dancing Queen. Genau, sowas, ja. So. Was passiert jetzt? Bist du normalerweise. Also bei mir spielt das noch hier, ja, Moment. Radio Media.
das ja, nicht AUX. Da ist es schon. Martins iPhone. Da hat es es schon. Ja, Achtung. Das Ganze nennt sich Bluetooth Audio Streaming. Der verbindet sich jetzt gerade, es dauert einen Moment. Okay. Tatsächlich. Ich muss ruhig das Telefon ablegen.